Hallo zusammen, ich fahre jetzt mit meinem Auto nach München und was ich da so mache, ja, seht selbst, weil ihr kommt ja mit. Angekommen bei meiner lieben Freundin Morena. Und wer Morena ist, stelle ich euch jetzt vor. Das ist Morena. Hallo Morena. Hallo. Morena kenne ich aus unserer Schauspielschulzeit. Oh ja. Wir waren nämlich zusammen auf der Schauspielschule und Morena ist auch Schauspielerin wie ich. Ja. Und ich darf immer bei dir schlafen, wenn ich in München drehe. Immer, immer. Nicole ist immer, wenn sie nach München kommt, hier herzlich willkommen. Und wir gehen jetzt, ja, häufiger feiern. Ja, Nicole, auf jeden Fall. Ist häufiger in München. Unbedingt. Und das Coole ist, Morena hat mit ihrer Mama eine ganz tolle Schmuckkollektion. Ja, ich mache nebenbei mit meiner Mama noch Schmuck. Ja. Voll geil. Soweit ist die Zeit erlaubt. Und die zeigt sie uns jetzt. Hier habe ich zwei Colliers. Wir verwenden nur echte Perlen, echte Edelsteine und Halbedelsteine. Ich hoffe, euch gefällt's. Und der Nicole natürlich auch. Mua. Ach, übrigens findet ihr die Seite in Facebook unter Hummel Schmuckdesign. Jetzt habt ihr schon mal Morena kennengelernt und gesehen, was sie so macht. Ich wollte jetzt noch sagen, ich bin nicht nur hier, um Morena zu besuchen, sondern bin auch in München, weil ich nämlich hier fürs Fernsehen drehe. Eine kleine Produktion. Ich darf leider nicht verraten, was es ist, aber ihr wisst ja, dass ich Schauspielerin noch bin. Und ja, deswegen bin ich auch in München. Ich werde auch gleich abgeholt und bin eigentlich jetzt auch schon ready to go. Und dann müsste in den nächsten Minütchen auftauchen. Und dann bin ich auch schon am Drehort. Dann sehen wir uns gleich dort. Ich bin jetzt gerade hier am Drehort in München. Leider darf ich nicht viel darüber erzählen, was ich hier drehe. Auf jeden Fall sind wir in Fürstenfeldbruck. Da war ich auch noch nie zuvor. Das Team ist hier super, super nett. Es macht wirklich ganz viel Spaß. Auch meine Schauspielkollegen sind ganz, ganz toll. Und ja, sobald das abgedreht ist und ich mehr darüber erzählen darf, gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Guckt mal, da ist meine Maske. In diesem weißen Teil. Da gehe ich jetzt auch gleich rein. Und ja, dann geht's los. Ich bin jetzt wieder vom Drehen zu Hause und wie man vielleicht erkennen kann, es hat ganz schön geschneit und wir waren auch ganz lange draußen und ich bin jetzt echt fix und fertig. Ich werde jetzt ganz heiß duschen gehen und dann werde ich schlafen und dann sehen wir uns später wieder. Gute Nacht! Meine drei Drehtage in München sind jetzt rum. Ich freue mich jetzt, heute endlich Wochenende zu haben und mit der Morena ein bisschen Zeit zu verbringen. Wir werden auf jeden Fall heute in die Stadt gehen, weil ich nämlich ganz viele Nachtdrehs hatte und ich nämlich überhaupt gar keine Zeit für die Morena hatte. Aber heute ist es endlich soweit, wir werden einen drauf machen. Ich bin jetzt wieder zu Hause in Stuttgart. Gestern waren wir ja unterwegs. Ich muss sagen, es hat sich wirklich richtig, richtig gelohnt. Wir waren im Bayerischen Hof, erst was essen. Ich glaube, das war polynesisch. Habe ich vorher noch nie zuvor gegessen, war aber super, super lecker. Wir hatten Hackfleischbällchen mit Käsefüllung und dann noch Frühlingsrollen. Also es ist schon ähnlich wie ja, so vietnamesisch, asiatisch, aber weniger Nudeln. Ja, aber es war wirklich super, super lecker und danach waren wir im Pascha noch richtig, richtig gut abfeiern. Die Musik war sehr, sehr geil. Ich höre ja super gerne so einen elektronischen Sound und ja, ich glaube, das war dann 6 Uhr morgens, als wir dann wieder zu Hause waren. Bin jetzt von München wieder hierher gefahren und meine Tage in München, ja, sind jetzt rum. War sehr, sehr schön und das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao.